Moin und willkommen zu Sondelsüchtig. Das soll ein relativ kurzes Video werden. Ich weiß, ich erzähle es jedes Mal und dann wird es doch wieder 10 Minuten. Worum geht es heute? Und zwar hatte ich euch bereits angekündigt, dass ich meinen Garrett RT Pro verkaufen werde. Es gab einige dabei, die gesagt haben, ach Mensch, wie kannst du das nur machen? Der ist ja ein Riesenstück Sondelsüchtig und das ist natürlich korrekt, denn der hat mich von Anfang an begleitet. War dabei, als ich den Dolch gefunden habe, war dabei, als ich in England war, war dabei, als ich in Italien war auf der ersten Garrett Rally. Und der hat schon einiges durchgemacht mit mir in den letzten 4 Jahren. Aber dennoch, ich habe im Moment einige Geräte über und nächstes Jahr muss ich ein bisschen flüssig sein für die zweite Hochzeit, die ansteht bei uns. Denn wir erneuern unser Jawort im 13. Jahr. Das habt ihr bestimmt aber alles schon mitbekommen. Und deswegen verkaufe ich das gute Stück und ich möchte euch zu Hause die Chance geben, euch ein großes Stück Sondelsüchtig zu sichern. Ihr seht also Garrett RT Pro mit den ganzen Aufklebern, so wie es immer war. Die gibt es heute gar nicht mehr. Die haben nur die allerersten Sondelsüchtigen. Dann hier das allererste Logo von mir, der erste Aufkleber, der zweite. Den dritten gebe ich natürlich dazu und Autogrammkarten. Dann ist der RT Pro voll funktionstüchtig, also er funktioniert einwandfrei. Ich weiß nicht, sind Batterien drin? Ja, da ist schon das erste Lebenszeichen wieder und der RT Pro ist auf dem Maßgestänge montiert. Ihr wisst selber, dass ich dieses Gestänge jetzt auch unter dem Max machen werde, nicht das hier, sondern neues. Und die Besonderheit an diesem Maßgestänge ist ja nicht nur, dass es faltbar ist, sondern dass die beiden Diggers auch unterschrieben haben. Hier einmal der King George und einmal der Ringmaster Tim. Und wer möchte, kann natürlich meine Unterschrift hier auch noch irgendwo drauf haben. Das liegt ganz bei euch. Es gibt natürlich auch Leute, die mich nicht leiden können. Ihr könnt das Gerät natürlich auch kaufen und könnt es danach gegen die Wand werfen oder gegen den Baum schlagen, was auch immer ihr damit machen wollt. Ja, ist wirklich ein großes Stück Sondelsüchtig. Wie gesagt, er hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und er hat mir vor allen Dingen gezeigt, dass Hartnäckigkeit immer der beste Weg ist. Das war ja zum Beispiel auch, dass ich mit einem 250er angefangen habe. Ihr kennt alle dieselbe Leier. 250er bei Nuggets gekauft, damals vor 5 Jahren. Ich habe 3 Monate lang mit dem 250er nur Spielplätze gemacht, Badeseen, Liegewiesen, alles, wo es Geld gibt und konnte mir dann nach diesen 3 Monaten den RT Pro kaufen. Und den habe ich wirklich Loch für Loch verdient. Natürlich hängt da auch einiges an Erinnerungen dran, aber wie gesagt, nächstes Jahr ist wichtig, deswegen kommt der weg. Ihr habt also die Chance, jetzt ein großes Stück Sondelsüchtig zu bekommen, so wie er ist. Jetzt hatte ich bei Facebook und bei YouTube nachgefragt, wie wollen wir das am besten machen? Wollen wir eine Live-Auktion machen, wo jeder mitbieten kann? Einige wollten eine Verlosung, einige wollten ihn natürlich wieder geschenkt bekommen. Aber ich denke, da ich den aus eigener Tasche bezahlt habe, so wie vieles andere auch, darf ich ausnahmsweise mal an mich denken. Und das werde ich also dieses Mal machen. Und zwar habt ihr bis zum 15.12. die Zeit, mir euer Angebot zu schreiben. Das heißt, wenn ihr sagt, oh, ich biete das und das, schreibt mir das per E-Mail an sondelsüchtig@gmail.com. Schreibt vielleicht noch einen Text darum, warum gerade ihr den bekommen solltet. Und wenn euer Gebot steht, dann steht es ganz einfach. Ich werde keinem sagen, ja, ihr seid zu niedrig, ihr seid der Höchstbietende. Das werde ich erst am 15. oder am 16. vielleicht verraten, wer den dann bekommt. Dann schreibe ich diese Person an und dann ist es das gewesen. Also überlegt von vornherein, was würdet ihr ausgeben wollen? Was ist euch das Ganze wert? Und dann könnte er euch gönnen. Bald ist Weihnachten. Wie gesagt, guckt euch die Preise im Internet an, was gebrauchte Geräte kosten. Ein relativ neuer Spulenschutz ist drunter, aber ich denke mal, da kriegen wir auch noch einen neuen hin. Und ganz viel Buddelkammer ist vor allen Dingen vorhanden, denn ihr wisst, wie viel Schrott ich mit dem ausgegraben habe. Und die schönen Sachen, wo ich ihn überall mit hatte, hänge ich euch hier hinten nochmal dran. Ist ein Stück Nostalgie, ein Stück Sondelsüchtig. Und denkt daran, bis zum 15.12. könnt ihr mich anschreiben, wenn ihr Bock habt, dieses Gerät zu besitzen. Voll funktionstüchtig, von mir eingelaufen. Ihr wisst selber, wie er läuft, weil ihr ihn ständig gesehen habt. Maßgestänge, Unterschriften der Diggers, meine Unterschrift mit Aufkleber, mit Autogrammkarte, was auch immer ihr möchtet. Und schreibt mich an. Der Niedersachse ist seit einigen Jahren im Gelände unterwegs, ausgestattet mit einer offiziellen Sucherlaubnis und zudem wohl auch mit einer gehörigen Portion Glück. Man muss sich das halt vorstellen, man läuft jahrelang über so einen Acker und man weiß letztendlich nicht, was da drin schlummert. Und so einen Fund auf so einem normalen Feld zu machen eigentlich, wo es niemand vermutet hätte, ist natürlich eigentlich der Wahnsinn. Auch Stefan Wildhagen betreibt einen YouTube-Kanal. So lief die Kamera bei seinem bislang größten Fundmoment mit. Moin und willkommen zu Sondelsüchtig. Ich bin, auch wenn ich es nicht mehr wollte, nochmal auf meinem Maisacker.
Wenn man mal da guckt, es ist zumindest was Grünes. Was ist denn das Scheißding? Das wird gleich nochmal. Ich freue mich lieber erstmal noch nicht. Kann natürlich sein, dass es gar nichts ist. Ja. Doch der 35-Jährige konnte sich freuen. Und wie? Denn auf dem Acker, dessen genaue Lage er lieber für sich behält, hatte Wildhagen tatsächlich etwas Außergewöhnliches aus der Erde gekratzt. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, nachdem ich dann erstmal dreimal tief geschluckt habe, ist ein Foto von dem ganzen Teil gemacht und habe das einem Kollegen nach Köln geschickt und gehofft, dass er relativ schnell antwortet. Und zwei Sekunden später kam eine Nachricht, ja, herzlichen Glückwunsch, das Ding ist mindestens 2000 Jahre alt. Alleine dieses Gefühl, so ein Stück aus der Erde zu holen und zu wissen, dass man nach all diesen Jahren, nach den Jahrtausenden, der allererste ist, der das Ding erstens ans Licht bringt und zweitens in der Hand hält, das kann man nicht beschreiben. Für Stefan Wildhagen war von Anfang an klar, dass er den Fund beim zuständigen Kommunalarchäologen abgeben wird. Der Experte hatte ihm gleich bestätigt, dass das Stück ein echter Knaller ist. Ein Dolch aus der Bronzezeit. Wenn wir uns jetzt hier vorstellen, dass halt hier die Nietlöcher sind mit den Nieten, dann kann man sich hier etwa den Griff vorstellen. Mhm. Der muss halt dann auch so 10 cm lang gewesen sein. Und die Spitze würde ich mal schätzen, man kann jetzt ein bisschen schlecht erkennen, weil es an der Klinge einfach weggebröselt ist, wird wohl bis hierhin gereicht haben. Also man wird schon insgesamt so 25, 30 cm an Gesamtlänge rechnen können. Der Fund ist extrem selten für die Region. Jens Berthold schätzt das Alter des Stücks auf 3.500 Jahre. Hier für den Raum ist die Bronzezeit fast unbekannt. Und da trägt jeder Fund, jede neue Fundstelle einfach einiges zu bei. Und Herr Wildhagen, bekommt er jetzt irgendwas dafür, dass er das jetzt abgibt? Herr Wildhagen bekommt erstmal eine Würdigung und also soweit ich ihn verstanden hatte, ist er auch ganz zufrieden damit, wenn halt so ein Stück auch gezeigt wird. Ich meine, da wird in der Vitrine auch dann stehen, was es ist und dann natürlich Finder der Name. Mich interessiert die Geschichte, die dahinter steht, nicht was ich auf dem Schwarzmarkt oder bei eBay für das Ding kriegen würde. Mir reicht das vollkommen, wenn ich weiß, der kann gesehen werden und vergammelt nicht irgendwo. Seit kurzem liegt der Dolch im Museum. Ja! Gold, Baby! Ja! Dafür sind wir hier! Moin und willkommen zu Sondersüchtig! Ja, weiß es! Wir treiben uns heute nicht in Österreich rum, wo wir gestern waren. Und vorgestern? Waren wir vorgestern? Vorgestern auch. Salute, Salute, Italia. Ja, wir sind in Bella Italia und wie ihr seht, das Wetter ist nicht ganz so prall, ist für uns aber gut, denn wir haben den Strand für uns momentan. Ich habe meine ersten 10 Cent schon eingesackt, der Jürgen hat noch nichts gefunden. Ja, ich bin erst 15 Sekunden hier. Ja, ich auch. Stefan, du wirst dich wundern. Ja? Wir werden, also der Jürgen rennt ja mit dem AT Gold, ich habe den AT Pro mit dem schönen Maßgestänge. Aufpassen, dass mein Arsch nicht nass wird hier. Dass mir das immer an den Arsch regnet. Ja, natürlich kontraproduktiv. Also ich bin jetzt der Einzige, da vorne waren gerade auch noch ein paar Jungs am Sondeln, die haben sich auch verzogen. Nur der Sondelsüchtig ist noch am Strand. Salve, Stefano. Salve. Salve, Brutus. Ohne Brutus. Heute ohne. Aber sonst alles dabei, was zu einem Gerrit-Fan gehört. So sieht das aus. Genau, es kommt nichts noch. Es ist relativ wenig gewesen. Ja, was heißt denn? Also ich liege im Moment bei, glaube ich, 75 Cent. nach einer Dreiviertelstunde, das ist das Beste. Wir gucken, was kommt. Wir können hier selber finden und Goldmünzen. Mit Goldmünzen habe ich es ja. Und wir hoffen das Beste.
Schätzelein. Was sagst du? Findest du es nicht ein bisschen unfair? Nee, Hendrik, was sagen Sie dazu? Unfassbar. Guck mal, nicht nur ein Münzgewicht hat meine Frau gefunden, jetzt hat sie auch noch dieses Teil hier. Ich habe das irgendwo schon mal gesehen, auf jeden Fall mit Hakenkreuz, Detmold. Und das ging, glaube ich, um diesen erschossenen Jungen, ich bin mir nicht mehr sicher. Meine Stärke, Deutschlands Macht, richtig geil. Bitteschön. Gefunden mit dem Orti Pro. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Für mich geht es morgen auch wieder zurück ins Berufsleben. Morgen gleich 4 Uhr aufstehen, Frühschicht in einer alten Firma, wo ich schon mal war. Und ja, in diesem Sinne, lasst euch nicht ärgern vom Wetter. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Und ja, in diesem Sinne, immer sonnensüchtig bleiben und allzeit gut Fund.